Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Dino Crisis 2. Wir müssen jetzt mit dem Boot zurücktuckern in den Dschungel. Mann, diese blöden fliegenden Kentucky Fried Chicken Opfer nerven mich ja schon sehr. Komm, türe ich da jetzt einfach mal vorbei? Weil die bringen kaum Punkte, fressen Munition ohne Ende. Und das muss nicht. Munition ohne Ende fressen. Die hier auch. So, geh weg. Ey, du Kackvogel. Lass mich in Ruhe. Ich trete deine Mutter zusammen. So, jetzt brauche ich mal die Blutungsmittelzeug. Ja, aber wir haben jetzt dann genug Kohle, um uns Add-ons zu kaufen. Damit das Ganze ein bisschen besser läuft. So, Moment. Objektheilung. Ein Hemostat benutzen. Und dann nehmen wir nochmal ein Mittler. Naja, warum meine ich nicht, oder? Das sollte es nicht passieren. Ich habe vergessen, die Musik lauter zu machen. Das ist der Ton des Spieles. Nicht mehr kommentieren, ne? Weil es ist so laut. Ich muss voll gegen anschreien. Meine Nachbarn halten mich hier schon für bekloppt, weil ich gerade merke, dass das Fenster noch auf ist. Ja, ich habe die ganze Zeit gemacht. Na. So, nochmal 7000 Punkte für umsonst. Ich hab so ein Gefühl, dass die irgendwie endlos spawnen. Ja, glaubt mir, die werden noch richtig, richtig ekelhafte Gegner. In einer gewissen Stelle, wo sie im Vorteil sind, die unfairen Viecher. So, dann mal schnell dahinter. So, bevor ich das jetzt hätten mache. Gehe ich hier mal. Kriege ich das leiser so? Nee, kriege ich so nicht leiser. Scheiben. Honitsch. Wollte jetzt im Aufnahmeprogramm das leiser ziehen, aber da komme ich nicht runter, weil ich das hier im Vollscreen nehmen muss, weil nämlich OBS den Emulator nicht als eigenes Programmfenster erkennt, das ich direkt aufnehmen könnte. Das ist doof. Shop. Munition. Naja, die brauche ich. Ja, komm. Machen wir es mal voll zur Sicherheit. Du bist voll, aber ihr braucht mal ordentlich. So, Magazingröße brauchen wir es erstmal nicht. Mir ist viel wichtiger, dass wir das hier bekommen. Und das hier bekommen. Dann haben wir noch 11.000 Punkte und kaufen uns noch. Warum habe ich gerade nichts? Munition. Ihr bekommt zwei. Ach, Scheiße. Nein. Oh. Nein, nicht du, sondern du. Magazin. Das da kriegst du daneben. So, und schon ist wieder alles verprasst. Ein bisschen schade, dass man ihr äußerlich nicht ansieht, dass sie jetzt eine bessere Ausrüstung anhat. Jungle Area. Ach, ich muss ja gar nicht mehr kämpfen. Okay. Dann war mein Geheule vielleicht unbegründet. So.
können jetzt dann auch mal mit dem schweren MG kämpfen, damit ihr es mal gesehen habt. Ich werde es auch ab und zu mal wirklich nehmen müssen, weil kommen dann gar böse Viecher und es hat doch einen ordentlichen Durchschlag. So, dann rüsten wir es nämlich gleich mal aus. Waffe, Hauptwaffe, schweres MG. Wählen. 500 Schuss sind jetzt nicht so pralle dafür. An Deck. Okay, die Quelle war ja zum Glück gleich neben dem Dock, da müssen wir nicht so weit. Aber ich habe da so eine Befürchtung, dass uns hier dann gleich ein gar lustiges Tierchen erwarten wird. So ein blaues, mit so einem komischen Kamm auf dem Kopf. Hab ich recht? Noch ist alles ruhig. Immer noch ist alles ruhig. Zu ruhig. Was wartet hinter der nächsten Ecke auf uns? Eine Tür. Die Passage zur Nordroute. Können wir jetzt verarschen? Keine Tiere? Keine Dinos? I don't believe this shit. Ernsthaft? Gar nix? Gar nix? Zwischen den Felsen befindet sich eine Quelle. Blätter und andere leichte Gegenstände treiben mit dem Wasser. So, mal sehen. Wohin treibt denn das Blättchen? Was seht ihr diese Animation, diese unglaublich tolle Blattanimation? Ja, das ist Hightech. Dum, 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 dum. Na, wohin treibst du denn, feines Blättelein? Ah, da. Da glitzert's doch. Komm her. Das ist eine Zugangskarte. Sie muss durch die Strömung hierhin gekommen sein. Du hast dritte Energie-ID-Karte. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Das Nein, brauche ich jetzt nicht nochmal lesen. Das ist nämlich die gleiche Mission wie gerade eben. Nur, dass wir jetzt durch eine Tür mehr kommen. Dim, dim. So. Ach ja, der feine Dschungel. Ich werde ihn, glaube ich, nicht so sehr vermissen. Jawohl, ihr habt die anderen Gebiete noch nicht gesehen. Hä? Vielleicht werde ich den Dschungel sogar sehr vermissen. Lasst euch überraschen. Ich glaube auch, dass Dino Crisis 2 deutlich weniger bekannt ist als das erste. Vielleicht aus dem Grund, weil es halt ein, ja, ziemliches Rumgeholze ist und nicht mehr die erzählerische und sonstige Qualität des ersten Teils erreicht. Leider, leider, leider. Bin mal gespannt, ob ich richtig liege, dass ein dritter Teil kommen wird, in irgendeiner Art und Weise. Oder ob sich dieses Gerücht als, ja, Blödsinn herausstellen wird. So, hier hin. Okay, dann tuckern wir mal schnell zurück. Wir müssen in die Energieeinrichtung. Hopp. Sehr schön. Und wir sind an der Einrichtung eingetroffen. So, ich werde jetzt meinen Speicherfetisch mal nicht ausleben und ungespeichert weitergehen. Oh, du Angst. Mein Leben ist ziemlich weit unten. Warum? So, wegen dem komischen Vögelchen. Naja, wir sind jetzt besser ausgerüstet, ne? Blutungsschaden kriegen wir nicht mehr. So, dann seht ihr mal das MG in Aktion. Hässlicher Dino? Hässlicher Dino? Hässlicher Dino? Hässlicher Wasserdino? Nicht? Naja, gut. Vielleicht beim Gehweg 1? Hässlicher Dino? Hässlicher Dino! Ihr seht, man braucht dezent weniger Schuss. So mal einen minimalen Bruchteil. Und hat alle drei Stück mal weggesenzt. So, hier weiter. Okay, das erstaunt mich jetzt ein bisschen, dass da nur so wenige kommen.
Hat er eigentlich in Erinnerung, dass da immer so viele kommen? Okay, keinen Boden für keinen Schaden. Hm. So, wenn die Mistviecher wegbleiben, dann bin ich allerdings nicht sehr traurig. Die gehen mir nämlich dermaßen auf den Geist. Aber so dermaßen, dermaßen. Oh, seid ihr alle tot. Blöden Lederpelikane hier. Mann, 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 Mann. Ah, da gibt's 4000 Punkte für keinen Schaden. Hm. Third Energy Lager. Tschüss. 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 Nein, 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 nein. Tschüss. Ey, erwischt. Bäh. Nein, das ist blöd. Ach komm, jetzt krieg ich keinen Schadenbonus mehr. Genau. Schließ das mal auf, Mädchen. Danke. So, der hier anscheinend unendlich spawnt, habe ich keinen Bock mehr auf euch und werde jetzt ganz einfach meine Karte verwenden, um hier reinzukommen. Objekt. Die dritte Energie-ID-Karte benutzen. Hä? Bin ich nicht genau dran, oder was? Ist das blöd? Na, dann probieren wir es hier nochmal. So. Wir werden auch mal ein wenig Heilung zu uns nehmen mit einem mittleren Pack. Dann sind wir wieder voll. Sehr schön. Objekt. Dritte Energie-Karte benutzen. Na, wer sagt's denn? Und hindurch. Naja, 1800 Punkte, das war glaube ich schon eine Demolition, die ich da reingeballert habe. So, wie sieht's denn hier aus? Genauso beschissen wie auf dem ganzen Rest, ne? Ist er tot, ist er tot. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Box für kleine Reparaturgegenstände. Du brauchst einen Schlüssel, um diese Box zu öffnen. Hab ich wohl nicht. Dann gucken wir doch mal, dass wir einen Schlüssel finden. Den werden wir nämlich als nächstes benötigen. Das Gewehr ist... Ein bisschen Punkte farmen. Und jetzt ernsthaft ein Ende? Nö, nicht unendlich. Alter Verwalter. 19.200 Punkte. Das hat sich sowas von unglaublich rentiert. Sehr, 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 sehr schön. So, ist jetzt dann vielleicht mal ein Speichermodulchen für mich, dass ich mal meinen Spielstand speichern könnte. Bitte? So. Ja, wer sagt es denn? Du hast Boxschlüssel. Und da haben wir ein Speichermodul, aber wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Das heißt, wir rennen mal schnell zurück, holen uns... Wie viel Munition haben wir noch? 380. Ja, das reicht. Das reicht dicke. Hol uns die Reparatursachen, gehen hochspeichern und dann beende ich auch mal diese kleine Aufnahmesession. Na, wohl so klein war die gar nicht. Doch einige Folgen sind zusammengekommen. Damit ihr immer schön jeden Tag was auf die Augen bekommt. Kommt nur, meine lieben Punkte. Ich kann nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, dass die so viel geben, oder ob das wirklich so absolut gewollt ist. Ich meine, die haben eigentlich keinerlei Chance und geben Punkte ohne Ende. So, Objekt, den Boxschlüssel benutzen. Flip.
Datendisk. Also Datendisk. Der Zugangscode für den Aufzug zum dritten Energiegenerator unter dem Wasser ist geändert worden. Die neue Codenummer ist 5210. Könnte sein, dass wir diese Codenummer auch noch gleich brauchen. Na komm. Ist auch blöd. Manchmal braucht man diese... bei diesen überwiegend X drücken. Manchmal muss man es nicht. Leider nicht ganz aus einem Biss. Schön alles mitnehmen, ne? Wieder 10.000. 17.500 ist es unglaublich. Ihr wisst, für Ratoren kriegt man 100. Und wenn man dann mal so einen Bereich absolut perfekt hinbekommt, kriegt man mal 2.000 bis 4.000. Und dafür sowas kriegt man halt mal 20.000 Punkte in den Anus geschiebt. So, 5210 war das, ne? Um diese Kontrollkonsole zu benutzen, um die... genau. Brauchst du die Mechaniker-ID-Karte. Kann ich jetzt diese 5210 denn eingeben? Das würde ich gerne noch machen in dieser Folge, bevor ich die Aufnahmesession beende. Hallo? Nimmst du der Disk? Nimmst du der Disk? Der 2.6. 22:30 Uhr. Morgen Nachmittag kommen zwei Mechaniker aus Edward City in diese Einrichtung. Die jährliche Sicherheitsprüfung des dritten Energiegenerators steht mal wieder an, zum 9. Mal. Falls der Generator im Wasser jemals ausfällt, bedeutet es das Ende. Wieder können wir nur beten, dass nichts falsch läuft. So seltsam sich das auch anhören mag. Manchmal denke ich fast, dass es besser wäre, wenn der Generator in die Luft flöge. 16 Uhr. Die Mechaniker, die sich auf dem Weg zum dritten Energiegenerator unter Wasser gemacht haben, sind nicht zurückgekehrt. Vielleicht sind sie zum Mittagessen verspeist worden. Dies ist ein großes Problem, Bob. Einer der Mechaniker hatte den Zugangsschlüssel von Edward City bei sich. Es ist notwendig, dass wir den Schlüssel bekommen, wenn wir aus dieser Einrichtung zurück nach Edward City kommen wollen. Ich denke, die einzige Möglichkeit ist, in den Unterwasseranzug zu steigen und selbst hinabzutauchen. Ich hoffe nur, dass ich nicht zum Dessert werde. Dessert mit Sahne oder so. Wo kann ich jetzt 5210 angeben? Lager? Wo sind wir denn jetzt? Aber da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Nein, nein, nein. Muss ich mir notieren für die nächste Session, ne? Wir werden jetzt ein wenig nachkaufen, unsere Munition, und werden dann speichern. So, Shop. Munition für mein schweres MG nachladen. Och, das ist aber soweit ganz günstig. 46.000 Punkte. Können wir uns eigentlich doch mal ein bisschen Munition gönnen, oder? 20.000? Ja, komm. Wir werden viel, viel, viel mit diesem Ding rumrennen. So, das weg. Dann speichern wir. Und dann wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, wenn es wieder ist. Dino Crisis 2. Servus.